Ja, willkommen an Bord der Delta Mike Charlie Charlie Victor. Gerade eben habe ich schon mal alles runtergeleiert. Ich habe aber mein Mikrofon nicht rein. Das heißt, ihr habt nichts gehört. Jetzt machen wir es nochmal. Ich habe heute Michael dabei. Das ist mein Fluglehrer. Der ist schuld daran, dass ich hier im Flugzeug sitze und jetzt fliege. Wir holen sein neues Schulungsflugzeug bei Aachen ab. Nach den Platz jetzt nochmal. Ich muss immer wieder hingucken. Einsberg Abhofen. Nördlich von Aachen. Kleiner UL-Platz. Mit einer Pistenlänge von 270 Meter. Wird spannend. Er sagt, es geht. Ja, wir fliegen nördlich an, ich zeige euch die Karte kurz, wir fliegen nördlich an Köln-Bonn vorbei. Wir sind zwar 2 Minuten länger unterwegs, aber haben den ganzen Funkstress mit Köln-Bonn nicht. Und da kann es ja auch sein, dass die dich irgendwo in der Holding setzen und du da, am Ende brauchst du da länger für, obwohl der Weg kürzer wäre. Wetter ist perfekt, Gavor, sagt Oskar und Charlie. Wir sind am Rollhaltpiste 1-3 in Neustadt und starten jetzt. Neustadt, für alle Info, die Delta Charlie Victor geht auf die 1-3 und startet. Haben wir aber jetzt schnell runtergeleiert, hä? Ja. So, na, Temperatur ist auch da, Benzinpumpe an. Vollgetanktzimmer. Lange Info, die Delta Mike Charlie Victor. Delta Mike Charlie Charlie Victor, lange Information. Delta Mike Charlie Charlie Victor, eine SK9, 2 Personen, VFR-Flug von Neustadt Saale, Echo Delta, Foxtrot Delta, nach Heinsberg, nördlich von Aachen, am UL-Sonderlandeplatz, sind gerade in Neustadt Saale gestartet, in 3300. Bitte Verkehrsinfo. Delta Mike Charlie Charlie Victor, Fox 3703, das QNH ist 10121. 3703 und 1021. Ist denn die EDR 134 aktiv heute? Jawohl, die ist aktiv, müssen sie umfliegen. Okay, danke. Ja, sag ich immer so. Schade. Ach, der hat keine 2 Dinger, die man umschalten kann? Nee. Naja, na gut, ist aber jedem anders. Ja, hier überfliegen wir jetzt den Rhein zwischen Köln und Leverkusen. Bitte verlassen der Frequenz zur Landung in Heinsberg. Delta Charlie Victor, verstanden. Squawk 7000, gute Landung. Tschüss. Squawk 7000, danke, ciao. Ich habe heute den Top Gun Flight School Patch drauf. Oh, oh. Wo ist denn die Fighter Weapons School. Wo ist das denn die MG? Die habe ich eingefahren. Ach, okay. Okay, dann können wir ja direkt in den langen irgendwas gehen, ne? So, müsste jetzt irgendwo hier links von uns sein, hier. Das sind die Hallen da vorne. Da wäre ja direkt der Weg. Aber bitte nicht das hier vorne, oder? Mit dem grünen kleinen Streifen nebendran. Weil dann ist echt Flugzeugdreher, dann müssen wir wirklich Top Gun Flight School. Boah, das könnte das sein. Das Ding, jetzt gerade nicht. Das Ding hier vorne, ne. Wo diese Bäume mit dabei sind? Ich sehe ihn halt auch nicht, Teacher, ne? Ich sehe ihn halt auch nicht und wir sind gleich auf Bäranflug. Mal nochmal hochziehen ein bisschen. Ah, oh, wenn jetzt fliegt er erstmal drüber und dann. Er müsste doch jetzt hier rechts sein. Er müsste jetzt rechts von uns sein.
Ja. So. Ist es die Riesenhalle neben der Hochspannungsleitung da? Nee. Nee, haben die Reiter auf der Bahn? Glaub schon. Aber mal, das gibt's doch nicht. Ja, leck mich doch am Arsch, Teacher. 500 Fuß, jetzt haben wir Platz von der Höhe. Das ist doch das, die Riesenhalle da. Da, das Ding da. Das Ding. Da drüben irgendwas sein, wenn du nach deinem Gerät da gehst. Ne, ich sag dir, was ist. Das ist die Halle mit dem Solar drauf, oder? Nee, nee, nee. Nee, das ist ja nicht. Zwei Hallen getrennt voneinander. Da fliegen wir doch jetzt gerade drauf zu, dann sind wir. Also wir müssen mal kurz wegen wieder Gas reinschieben. Ey, aber nicht das Ding hier, oder? Nee, da ist ja Hochspannungsleitung. Ja, nee, um Gottes Willen. Ey, ist es. Ist es wahr jetzt? Echt? Wir sind jetzt auf dem Final eigentlich. Ja, fast. Hier links von uns ist es Final. Wir müssten irgendeinen Ort umfliegen. Das gibt's nicht. Also ihr müsst ja jetzt, die Bahn müsste ja jetzt hier links neben uns angehen. So, ja. Jetzt. Oder siehst du hier rechts irgendwo? Nein. Da ist die Kirche. Da vorne müsste es sein, da ist so eine große Halle. Die Halle da vorne. Wir sind aber jetzt auf Höhe der Bahn, laut dem Navi. Da weiß der Geier, wie genau die Karte ist in dem Navi. Und zwar hier links von uns müsste es sein, das hatte ich so noch nie, Teacher. Na, guck mal da drüben, ob da nicht eine Bahn ist. Bei der Halle da. Ja, jetzt sehe ich sie. Ja, ja, ich sehe sie, okay. Oh Gott. Das ist er, ja, genau. Ja, ey, aber quer und dann neu. Das ist das für eine Zeichnung? Das passt ja gar nicht. Ne, die passt nie genau. Warte, das kannst du nicht. So und dann nein. Ja, ja, ich sehe schon. Dann kannst du wegen hinten noch rollen. Na gut, ich mach Schwelle, das kriegen wir schon. Ich gehe schön niedrig rein. Die Charlie Victor rechts quer auf der 3-2. Boah, da ist ja mein Vorgarten größer. Sitzen da Vögel auf der Bahn, das Schwarze? Ja. Oh. Soll schauen, ob sie weggehen, wenn nicht. Die Bahn ist ruft. Jo. Ah ja. Die kennen sich schon aus, die Vögel. Ey, Teacher! Ja, also Top Gun! Die halbe Bahn wird mir reichen! Die halbe Bahn! Hier, Top Gun Flight School, Leute! Was, alles gut. Boah! Was ein Erlebnis! Ach du, das ist doch. Wo parkt man? Voll über die Straße rüber und dann vor dem Café. Okay. Kommt nochmal keine. Der reine Zufahrtsstraße zum Flug. Geil, das gibt geile Aufnahmen. So. Geile Aufnahmen gibt es. Genau, optimal. Eins Berg. Wunderschön hier. Storch. Schönes Fliegerchen. So ein Modell habe ich meine Fluglizenz gemacht. Ja Leute, kurzes Resümee zu dem Platz Heinsberg. Hier sieht man nochmal zwei Hallen. Brechend voll mit Ultraleichtflugzeugen. Da oben die Anmeldung und die Flugleitung. Wunderschön gemacht, mit Liebe gemacht, toll dekoriert, viele schöne Bilder. Ich glaube, das ist der schönste Platz, den ich in Deutschland bisher gesehen habe. Wirklich. Hat einen Pokal verdient. Hat mich sehr gefreut, hierher zu fliegen. Und werde ich auch nochmal wiederkommen. Ja, und jetzt gehen wir mal schön wieder auf die Piste, fliegen an Köln vorbei, Siegerland, und dann sind wir gleich in eine Dreiviertelstunde wieder daheim. Los geht's.